Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem weiteren Part von Dark. Und zwar kam das Stevie auf die glorreiche Idee und meinte, ey Benny, du hast von Dark die Complete Edition. Da gibt es noch zwei DLCs, die kannst du dir doch mal kurz angucken. Und heute schauen wir uns das erste DLC dazu an, und zwar der Turm. Okay. Ich bin gespannt, wir starten nicht bei uns zu Hause, dass wir wieder schlafen gehen in die Anderswelt, sondern wir sind direkt hier. What? Und können die Welt anders verändern? Okay. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Jetzt ist die Frage, So, aber hier kann ich doch... Achso, er ist wieder umdenken? Okay. Sowas. Aha, hier können wir jetzt eine Brücke machen. Okay, dann heißt das, wir können jetzt hier wieder rüber. Wir drücken ein Knöpfchen und können dann quasi über die Brücke laufen. So. Wunderbar. Erste Rätsel gelöst. Okay, hier müssen wir irgendwas einsetzen. Und ich weiß noch nicht was. Hier, lass mich hier müssen wir auch wieder was einsetzen. Hä? Okay, dann lass uns mal spazieren gehen. Mal gucken, was finden wir denn hier? Hier haben wir jetzt einen Gürtel gefunden. Okay. Cool. Können wir den Gürtel hier vorne einsetzen? Nein. Okay. Dann können wir den Gürtel wahrscheinlich hier einsetzen. Jawohl! Ah, damit können wir jetzt etagenweise hoch und runter fahren. Wie zum Beispiel auf Etage 2. Ach du Scheiße. Okay, hier müssen wir irgendwas mit Gewicht machen. Ich bin verwirrt. Okay. Why? Mal anders gefragt, wenn ich jetzt hier raufklicke, kann ich nicht wieder zurück. Aber, könnte ich quasi hier hochklettern? Ja, kann ich. Dann in die Anderswelt? Okay, hier kann ich wieder was einsetzen. Oh, was ist denn? Lol. Okay, ich kann mich ausschwecken. Aber, warum? Also, ihr habt da wahrscheinlich auch die Folgen davor gesehen. Das Spiel ist wirklich tricky, aber hat seinen Charme. Bin ich ehrlich. Okay, wir gucken mal, was es noch in der dritten Etage gibt. Wie viele Etagen hat das Ding? Ich meine, er ist ja nicht umsonst der Turm. Lol. Aber, müssen wir mal schauen. Nein. Mal das. Okay, kann ich auch nicht. Ich bin abgeschlagener, klar. Ja, also findet man einfach so. Aber ich gehe mal von aus, dass wir mit dem Kopf eigentlich noch eins mehr. Wie viele Etagen hat das Ding? Ich meine, ja. Was? Okay, wait. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir's. Meine Güte. Das ist aber auch wieder ein Umdenken. Das ist ja... Okay. Jetzt haben wir einen zweiten abgetrennten Kopf. What? Wir haben hier ein Drehrad. Okay. Es gibt noch mehr. Wie viele Etagen hat das Ding?
Okay, was passiert hier? Nichts. Okay, cool. Cool. Oh no. Aber so kriegt es doch auch nicht hin. Was? So, jetzt habe ich das eins weitergebaut. Wow. Ich muss es aber noch eins weiterbauen. Das kann so nicht richtig sein, weil ich den hier erstmal zwischenhaken muss. So wird ein Schuh draus. Okay. Oh man, ey. So, dann haben wir den ersten. Den dann dahin. War viel Schwachsinn, aber okay. Den jetzt wieder hier rüber. Oh nein. Den jetzt hier hin. Okay. Jetzt haben wir es. Jetzt wird es gut aus. So, den jetzt hier hin. Okay. Alter, das ist aber auch wieder. Ey, tricky, sage ich euch. Tricky. Was mache ich mit den ganzen abgetrennten Köpfen? Also, was ist... Warum? Wait. Macht das irgendwo Sinn, wenn ich jetzt quasi hier hingehe? Und hier runter? Okay. Problem, ich wollte gerade sagen, Problem ist jetzt bin ich aber hier drinnen gefangen. Okay, Verlängerungskabel. Gut, ich habe vorhin was gesehen, wo wir eine Steckdose, wo wir was verlängern mussten. Das Rätsel ist gelöst. Also Etage 4 ist ready. So, Etage 3. Hatten wir hier? Nein, hatten wir hier nicht das mit der... Genau. Mit der Verlängerungsgeschichte. So. Und jetzt? Achso, jetzt kann ich verlängern, aber ich habe immer noch keinen Strom. Okay. Dann gehen wir noch mal ein Stück runter. Weil wir haben ja noch die Druckplatte. Hm? Die hier. Okay, hier kann ich nichts machen. Was mache ich mit den Köpfen? Also warum? Okay, hier war ich noch nicht. So, kann ich jetzt hier... Nee, kann ich hier wieder zurück? Hallo. Okay, warte, wir müssen den Button klicken. Jetzt muss ich den Button klicken. Wir haben da gerade einen Code gehabt. Und mit dem Code. Zack. So, jetzt müssen wir mal vorher nochmal gucken, was danach kam. Nämlich keine Lust, jetzt den Code 5-mal einzugeben. So, danach kam das Auge. Wo ist das Auge? Das Auge. Ah, hier. Hier ist das Auge, okay. Und jetzt brauche ich den Totenschädel. Und den Totenschädel habe ich nämlich noch nicht. Oder? Nee. Drehrad können wir auch nicht einsetzen. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Was mache ich mit dem? Muss ich die Köpfe hier drauf aufklatschen? LOL. Okay. Also uns fehlen noch zwei weitere Köpfe. Damit ich damit irgendwas machen kann. Okay, nee. Lass mal offen. Und hier kann ich nichts weiter machen. Womit, was kann ich jetzt mit dem Zahnrädchen machen? Ah. Lul. Okay, Zahnrädchen. Ah. Schau mal einen an. Jetzt haben wir hier nämlich
einen guten Schalter gefunden. Jetzt können wir nämlich den Code komplett eingeben. Jetzt können wir hier nämlich die Platte einsetzen. Plup. Jetzt können wir nämlich die... Was? Hä? Aber wir hatten doch alles vorher richtig gedrückt, bis auf die eine Geschichte. Also angefangen mit dem hier. Danach kommt der andere Kram. Also, ne? Danach kommt dieses Pharaonenzeichen. Shit. Und da komme ich nicht hin. Okay, wait. Wenn ich das Zeichen drücken kann, muss ich dann anscheinend hier rüber mich hier ummodeln. Falsche Richtung. So, jetzt kann ich nämlich das Pharaonenzeichen drücken. Dann kommt das Auge. Dann gehen wir mal vorsichtshalber zurück. In die andere Ebene. Weil jetzt müssen wir... Genau, jetzt müssen wir den Totenkopf nehmen. So. Jetzt kommt der Totenkopf. Zack. Und jetzt kommt dieses kryptische Irgendwas-Zeichen. Und zwar das da. Okay. Noch eine Verlängerung. Oh yeah. Okay. So, jetzt kommen wir nämlich hier wieder zurück. Quasi hier hoch. Und ihm sagen, mach mal das. So, was können wir jetzt machen? Wie jetzt? Aha. Jetzt ist richtig, oder? Okay, jetzt können wir die Kiste hier fallen lassen. Die hat jetzt irgendwas gemacht. Also auf jeden Fall irgendwas unten. Ah, das ist mein Gewicht. Warum? Nein. Nein. Nimm noch. Ja, noch einen finden, damit wir hier. Okay. Kann ich hier jetzt noch irgendwie. Nee. Lol. Okay. Ich sag ja, das Game ist, zwingt dich zum Umdenken. Was aber irgendwo cool ist. Also, wiederhole mich da immer wieder gerne, aber irgendwie geil gemacht. So, jetzt haben wir den letzten Kopf. Das war der Turm. Geil.
Kurz, knapp und knackig. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Lasst gerne ein Like da, ein Comment und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten DLC. Bis dahin erstmal. Eingehauen.